Hallo Leute und willkommen zurück zu Die Sims 4. Heute wieder mit unserem großen Haushalt. Denn in der letzten Folge haben wir die Sims ja mal wieder umgezogen in einer ziemlich langen Folge. Und ich würde jetzt natürlich gerne wissen, wie sich der Custom Content hier so im Spiel verhält, wie das wirkt, ob irgendwie irgendwas blöd aussieht. Und ja, deshalb heute nochmal mit dem großen Haushalt. Was machst du da? Verdorbenes Essen aussortieren. Oh, Marie. Und ich sehe gerade, wir haben bei Mali die Frisur überhaupt nicht geändert, bei den anderen Outfits, ne? Ich weiß gar nicht, wie das bei den anderen ist. Aber gut, müssen wir dann bei Gelegenheit nochmal nachschauen, aber nicht jetzt. Henry, was machst du? Du bist total müde, ne? Es ist Samstag, 8:30. Willst du denn echt schon schlafen oder wollen wir einen Schlaftrank nehmen? Ich weiß ja nicht. Maike, was machst du? Du machst gerade ein Nickerchen, ne? Oh Gott, das tut mir auch voll leid. Wie ist denn das, wenn wir das nochmal eben abbrechen und dich dann erstmal zur Toilette schicken und dann können wir uns überlegen, ob du nicht einfach richtig schlafen gehst, so wie der Henry auch. Also, das sieht gerade so auf den ersten Blick mit dem Custom-Content ganz okay aus, ne? Also, dieses Flimmern fällt auch nicht so doll auf, wenn wir jetzt nicht ganz nah ranzoomen. Dann ist das schon in Ordnung. Passt das schon? Sie räumte alles auf. Auch ist das super. Dante, du bist noch bei der Arbeit, ne? Ich glaube. Oh, wer ruft an? Wer ist das denn jetzt? Möchte vorbeikommen und abhängen. Ist das in Ordnung? Ja, Maja, klar. Auch wenn die Maike vielleicht gleich ins Bett geht, aber ich glaube, Marie hätte noch ein bisschen Zeit für dich. Ja, das sieht noch ganz gut aus. Und ich wollte aber eigentlich nachschauen, wann der Dante wiederkommt. Oh Gott, um 2? Um 2 Uhr, Dante? Oh mein Gott, was hast du für Arbeitszeiten? Kannst mal bitte fleißig arbeiten. Gut, dann gehen alle jetzt ins Bett. Ja, du schleppst dich da auch ins Bett. Okay. Und sie räumt alles auf. Also läuft da die ganzen Treppen hoch und runter, nur um da alles einzusammeln. Und da kommt auch schon die Maja. Ach, das freut mich. Dann hoffe ich, dass sie hier gleich reinkommt. Pack das mal bitte in die Spülmaschine. Und ich pack das mal eben kurz in den Kühlschrank. Sehr schön. So, Maja, dann komm mal rein. Du warst noch gar nicht hier, ne? Über Kochen reden, herbeirufen. Ich glaube, sie war echt noch gar nicht hier, oder? Der mag schon, das weiß ich. Und als dieser fälschlicherweise der Geburtstag von Maike war, da war sie, glaube ich, hoch. Da war sie, glaube ich, auch hier, aber sonst noch nicht so wirklich, ne? Hallo Mutti, ich habe jetzt so ähnliche Haare wie du. Umarmen. Warte doch mal. Warte doch mal bitte. Was ist sie direkt am Meckern? Warum denn, Maya? Was gibt's denn da zu meckern? Ist doch alles gut. Oh, ach, ist das schön. Die beiden, ne? Toll. Ach so, sie meckert, weil hier irgendwas kaputt ist, wenn ich das gerade richtig gehört habe. Irgendein elektrisches Gerät. Über Geschicklichkeit reden. Kompliment über Outfit machen. Ja, bitte. Mach das doch mal. Ich werde das mal eben kurz ersetzen in der Zwischenzeit. Maja, was wollen wir beide denn mal machen? Tag verschönern. Fotos teilen, jemanden parodieren, bitten in die Sterne zu gucken. Nee, muss jetzt nicht sein. Vampir, lustig. Können wir was Lustiges machen? Ein Vampirwitz kannst du mal bitte machen mit deiner Mutti. Und dann könnt ihr vielleicht noch mal ein Selfie machen. Da bin ich gespannt, wie das dann aussieht, weil die Frisur ist ja jetzt schon ein bisschen ähnlich. Foto machen mit. Foto machen mit Maja. Ja, bitte. Hier in der Küche, das ist doch fantastisch, oder? Von ernährt sich ein vegetarischer Vampir von Blutorangen. Oh, wie niedlich. Boah, die sehen sich so ähnlich, ne? Echt jetzt. Das Problem ist, wie ist denn das, wenn wir das drehen? Ja, wenn wir es drehen, ist es fast schöner, finde ich. Ach, toll. So, dann machen wir nochmal eins ohne Blitz. Wir müssen auch auf jeden Fall endlich mal eine Fotowand machen. Und vielleicht kann Maike jetzt auch bald mal anfangen, die anderen Familienmitglieder zu malen. Das fände ich ganz schön. Was hast du geklaut? Was hast du geklaut? Ein Bademantel oder so? Ach, Maja, warum? Warum? Und vor allem, wo willst du jetzt hin? Was machst du jetzt? Wohin gehst du? Du willst doch jetzt nicht abhauen. Warte doch mal. Stopp mal eben. Das darf jetzt nicht wahr sein. Herbeirufen, bleib doch noch mal hier. Ich habe nämlich gerade überlegt, du willst jetzt nicht joggen gehen. Die geht jetzt nicht joggen. Ich habe nämlich gerade echt überlegt, ob die beiden vielleicht mal unten zusammen was singen oder so. Fände ich nämlich ganz schön, sie möchte jetzt Fernsehen gucken. Pass mal auf. Nee, 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 meine Liebe. Nee, nee, nee. Wie wäre es, wenn ihr ein bisschen Karaoke singt? Duett singen, Ballade, Country, Pop. Wir machen einfach mal Pop zusammen mit Maya. Wenn die jetzt schon mal hier ist, dann muss sie auch nicht irgendwie ihr eigenes Ding machen und Fernsehen schauen oder so. Dann wäre das schon schön, wenn ihr ein bisschen was zusammen macht. So, Mali, was machen wir mit dir? Noch ein bisschen ausschlafen lassen, 23 Uhr. Dann hast du wieder so einen doofen Rhythmus, ne?
Oh, die Anlage war hier die ganze Zeit an, glaube ich. Telefon bei Henry, wer ist das denn jetzt? Ich muss unbedingt ins Studio. Wer zur Hölle bist du? Fitness, fit wie ein Turnschuh? Nein, Henry ist total müde. Also wirklich. Mal lauschen, wie gut die Maya singen kann. Wahrscheinlich nicht so gut, ne? Aber bei Marie müsste das mittlerweile echt super klingen. Ja. Ja, das war zu erwarten. Geht so. Gar nicht so mies, wie ich befürchtet hatte. Wie niedlich die beiden sind. Oh Marie, du bist so gut, ey. Also ich fand das von Maya jetzt gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Das war doch ganz okay. Können wir mal bitte noch was singen? Warum ging das nicht? Duett singen, ich möchte noch was. Ich möchte noch Country. Ja, genau, mit Maya zusammen. Und ich habe gesehen, dass auch Maike mittlerweile wach ist. Was machst du? Fruchtpastete kochen? Maike, ernsthaft? Ihr habt doch noch so viel im Kühlschrank. Ihr habt doch noch so viel im Kühlschrank. Wobei ich es gerade gut finde, dass der Grill hier mal wirklich von alleine genutzt wird. Das finde ich, ja, Scheiben. Sagst du Scheiben? Nein. Finde ich echt gut, dass der mal von alleine genutzt wird. Ist das erste Mal, ne? Okay, ja, dann kannst du ein bisschen was futtern. Eventuell möchten die anderen beiden ja dann gleich auch nach oben kommen. Oh Gott, das klingt nicht so gut bei ihr. Aber ich mag das Lied total. Alter Marie, ich bin begeistert. Und sie muss da jetzt ganz alleine... Sag mal, Tofu-Hühnchen? Bist du ein bisschen daneben? Meine Liebe, ein Gericht nehmen. Zum Essen rufen, nein. Bist du ein bisschen daneben, Maike? Da wollte sie jetzt was ganz anderes servieren. Setz dich bitte hier hin. Wirklich jetzt, die anderen beiden schicke ich nämlich dann gleich nach oben. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Was ist los? Maike, was hast du für ein Problem? Genau, sitzen und essen. Ach so, weil ich gesagt habe, die soll sich da hinsetzen. Okay, dann ist das kein Wunder. Pass mal auf, wir quatschen mal eben kurz. Warte, wir quatschen sie mal eben kurz an. Unglaubliche Geschichte erzählen könnt ihr machen und dann könnt ihr auch Tag verschönern. Und dann möchte ich gerne, dass ihr zwei euch hier oben zu Maike setzt. Na, fühlst du dich gut mit deiner neuen Frisur? Ich würde aber auch gleich gerne, wenn sie aufgefuttert hat, vielleicht noch mal eines von den komplett neuen Outfits anziehen. Damit wir das auch mal sehen. So, Mali, weißt du was? Du kannst auch hier hinkommen. Ihr habt einen ganz blöden Rhythmus und ihr müsst auch morgen wieder arbeiten und in die Schule. Aber ganz ehrlich, möchte man eben kurz... Bitte? Joggen gehen? Nee, Outfits. Was wollen wir bei dir denn mal anziehen? Wir können das anziehen, wir können... Ach, wir haben so viel Auswahl, Leute. Das ist so schön. Das ist so schön. Sie hat nur bei ihrem Schlafoutfit jetzt die Frisur. Das ist auch komisch, ne? Das ist auch echt komisch. So, zieh dich bitte um. Ihr lauft mir hier wieder alle weg. Das möchte ich nicht. Bleib mal bitte hier. Ich möchte nicht, dass ihr hier alle weglauft. Und du kannst ein Gericht nehmen und dich hier hinsetzen. Bleib doch mal bitte zusammen sitzen. Maike, du auch. Sitzen. Weil die anderen kommen doch jetzt auch. Hoffe ich zumindest. Seid ihr auf dem Weg? Ja, es sieht gut aus. Ihr seid auf dem Weg. Okay. Ich muss los. Was? Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Nein. Ich möchte das nicht. Hat jetzt nicht funktioniert mit dem Teller, ne? Aber ich muss jetzt aufpassen. Nein, 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 Maike. Maike, bitte. Setzt euch doch jetzt einfach mal zusammen hier hin. Was die da immer für ein Problem haben, dass sie hier nicht zusammen sitzen wollen. So, mach mal einfach einen Klopf-Klopf-Witz von mir aus. Kann ich das nicht ins Inventar ziehen? Nee, geht so nicht. Schade. So, Mädels, jetzt quatscht doch auch mal ein bisschen. Ihr sitzt hier in neuen Outfits, in neuen Haaren, mit neuen Haaren und habt euch nichts zu erzählen? Doch. Na, Marie lacht wenigstens, das ist schön. Was machen die Pflanzen? Müsste alles gut sein, ne? Hat Henry sich ja in der letzten Folge gekümmert. Oh, wir könnten jäten und weiterentwickeln, machen wir dann aber auf jeden Fall mit Marie. Ich könnte auch mal eben, pass auf, das mal kurz ins Inventar ziehen. Hat das funktioniert? Ja, hat funktioniert, sehr gut. Dante ist wieder da!
Tante, wie geht's dir? Du hast Durst, ne? Willst du direkt mal ein bisschen Plasma trinken? 15 Stück hast du. Trinken, trinken. 4 sollten reichen, hoffe ich. So. Und vielleicht möchte er sich auch dazu setzen. Oh, Mali räumt da jetzt schon auf. Dann nimm das noch mit, Mali, genau. Dann mach das mal. Und dann würde ich sagen, schicken wir Dante auch noch mal hier hin. Nein, warte doch. Tratschen. Warte doch, Maike. Ja, ich weiß, du bist müde, aber. Er setzt sich da auf die Box. Ah, wie cool ist das denn? Das finde ich ja gerade echt witzig. Wobei ich glaube, wir quälen die Maike ein bisschen, ne? 2:27 Uhr. Ja, wir quälen dich wirklich. Und du musst auch morgen arbeiten. Ja, soll ich dich denn echt ins Bett schicken? Jetzt setzen sich beide hin. Na, quatscht ihr über Nachwuchs, Leute? Irgendwann wird es bei euch auch soweit sein, ne? Irgendwann tummeln sich hier ein paar Vampirbabys. Oh, Dante, du bist hier süß. Vielleicht kann die Maike gleich wirklich ins Bett gehen, dass wir noch ein bisschen Zeit für uns haben. Techtelmechtel im Busch, nein. Liebesgedicht rezitieren muss gerade auch nicht sein. Romantik, flirten. Sollen wir dich ins Bett schicken? Ich glaube ja, ne? Ich glaube wirklich, wir schicken dich ins Bett. Schlafen gehen. Kannst du dich noch ein bisschen zum Henry legen? Wie sieht's bei ihm aus? Oh, Henry, du kannst aufstehen. Du kannst aufstehen, mein Lieber, und dann können wir dich auch umziehen. Ich muss mal schauen, dass ich vielleicht dann irgendwann in nächster Zeit für die Männer auch noch ein bisschen Custom-Content runterlade. So, wie spät ist es? 3 Uhr. Unglaubliche Geschichte erzählen. Ja, kannst du bitte machen. Techtelmechtel im Sarg. Nee, das muss nicht schon wieder sein. Ewige Liebe erklären. Ja, bitte. Mali, was hast du jetzt vor? Setzt du dich freiwillig hier hin, in den Sessel? Okay. Was sagen denn eigentlich deine schulischen Leistungen? Ist ja ganz okay, ne? Wenn wir vielleicht noch mal eine Zusatzaufgabe machen, kann sie das jetzt gar nicht? Warum nicht? Hausaufgaben? Normalerweise kann sie doch Zusatzaufgaben machen, oder? Geht das nur, wenn sie eine bestimmte Stimmung hat? Weiß ich gerade gar nicht. Oh, Henry, setze dich dazu. Ist natürlich auch schön. Oh. Dante, möchtest du dich auch mal umziehen? Sie tanzt da erstmal rum. Ach, cool. Was wollen wir bei dir denn mal anziehen? Nee, das ist ja dein Ausgeh-Outfit. Wie wäre es denn damit mal wieder? Das ist doch ganz schön. So, dann könnt ihr von Herzen kommendes Kompliment machen. Einfach mal irgendwas Schönes umarmen. Ja, geht auch immer. Techtmechtel im Sarg, nein. Komplimente über Aussehen machen, ja, auf jeden Fall. Was ist bei euch los? Habt ihr da Spaß zusammen? Ach, das ist ja toll. Die beiden quatschen auch total selten miteinander, ne? Finde ich gerade richtig gut. Tag verschönern kannst du mal bitte machen. Kennenlernen kannst du ihn auch. Tiefgründige Unterhaltung, ja, vielleicht. Dante will Fernsehen gucken. Das gibt's doch nicht. Level 2 der Charisma-Fähigkeit für Mali. Okay, was habt ihr da jetzt vor? Also Dante ist klar, Fernsehen gucken und das, wie es aussieht, im Schlafzimmer von... Ah ne, die haben ja selber auch einen Fernseher, ne? Ich dachte gerade, dass der vielleicht im Schlafzimmer von Maike und... Ja, will er sogar. Warum, Dante, warum möchtest du so selten in euer Zimmer? Ich verstehe das gar nicht. Ich meine, wenn du schon Fernsehen guckst... Dann doch wenigstens hier. Pass mal auf, Film ansehen, Kanal schauen. Ja, Kochvideos. Guck dir mal bitte Kochvideos an. Und Henry, was hast du vor? Henry will auch Fernsehen gucken. Nee, Henry, bei dir möchte ich, dass du ein bisschen Keyboard spielst, üben. Mach das mal, damit du auch da ein bisschen weiterkommst. Und ich lassen wir dann jetzt erstmal ausschlafen. Mali, was machst du? Sie möchte da immer noch weiter mit Henry plaudern. Ja, kannst du machen. Dann geh nach oben, dann ist das schon okay. So, und du guckst dir Kochvideos an? Also nicht den Kochkanal? Oder woran liegt das jetzt? Dass da stand Kochvideos. Ich weiß es nicht. Essen zubereiten, ja gut, nicht begonnen. Hier ist immer noch das Übliche, ne? Wisst ihr, was ich mal kurz mache? Einfach Interesse halber, wir gucken mal eben rein. Gesellschaftliches Ereignis planen. Ich wüsste nämlich gerne, was es da so gibt. Also wir machen das jetzt nicht, aber... Sie setzt sich dazu. Aber ich würde gerne mal schauen, was es da überhaupt so gibt, abgesehen von dieser wunderbaren Hausparty. So, Tanzparty, ja, das ist ja irgendwo anders, ne? Geburtstagsparty, Würstelparty, Gala-Abendessen. Wisst ihr, dass ich sowas noch nie gemacht habe und das eigentlich mal gerne machen würde? Gruselparty. Hochzeit ist klar. Gala-Abendessen. Veranstalte einen unglaublichen Abend mit kulinarischen Köstlichkeiten und anregenden Tischgesprächen. Engagiere einen bekannten Caterer oder gib eine Kostprobe der eigenen Fähigkeiten. Okay, das könnten wir mal irgendwann machen, ne? Finde ich gar nicht so schlecht. Weil ich das noch nie gemacht habe, in keinem Let's Play. Hm.
gar nicht so schlecht. Sollten wir uns vielleicht mal für das nächste Wochenende oder so überlegen. Wobei ja sowieso in nächster Zeit hier noch einiges dazukommen wird. Ne? Wenn in der Woche das neue Gameplay-Pack rauskommt. Wenn dann vielleicht noch ein zweites Kind irgendwo ist, ich weiß ja nicht, dann werden wir hier noch einiges zu tun haben. Henry, man hört gar nichts. Ah, jetzt aber. Besonders gut klingt es nicht, ne? Oh, du hast deine Schlafklamotten an. Und Mali hat in dem Brieffreundschaftsforum gepostet. Was ist denn los bei euch? Ihr macht heute in dieser Folge irgendwie Sachen, die ihr sonst nie macht. Was ist denn da los bei euch? Und vor allem, was wollen wir denn an dir heute mal sehen? Wie wäre es denn damit? Dieses ganz krasse Zuschauen. Finde ich voll gut. Kannst du dich hier hinsetzen und dann zuschauen? Geht das? Geht das irgendwie? Macht sie das denn von alleine? Ja, so sieht das gerade ein bisschen doof aus, ne? Da kann sie nichts machen. Kann sie denn so zuschauen? Ja, zuschauen. Dreht sie sich dann um? Das fände ich jetzt total gut. Ach, das geht gar nicht. Das geht so gar nicht. Aber ist doch schön, wie der Henry das spielt, oder? Klingt jetzt nicht perfekt. Wer ist denn jetzt hier reingekommen? Marie, du bist auch hier reingekommen. Was ist denn los bei euch? Ach, krass. Steht sie da einfach nur so rum? Ja gut, du kannst jetzt auch nicht mehr nach draußen, ne? Sonst hätte ich ein bisschen was bei den Pflanzen gemacht. Finde ich voll gut, dass die sich gerade hier alle zusammen aufhalten. Außer Dante. Außer Dante, der muss Kochvideos gucken. Und Mali ist da gerade in die Dusche gegangen? Ja, okay. Wollt ihr euch vielleicht ein bisschen unterhalten, ihr zwei? Unverschämte Geschichte, nie um Handmassage bitten. Lustige Geschichte erzählen. Und wenn Maike gleich aufgegessen hat, würde ich mit ihr auch ganz gerne mal ein Selfie machen. Und dann können wir uns bei Gelegenheit wirklich mal überlegen, an welchem Ort wir schöne Porträts malen von den Sims. Also hier im Zimmer finde ich das jetzt ein bisschen langweilig. Vielleicht irgendwie draußen mit schönem Hintergrund oder so. Müssen wir da mal gucken. Vielleicht mit den Pflanzen hier hinten, weil sie so schön bunt sind. Finde ich gar nicht so schlecht. Sie quatscht Maike da gerade ein bisschen voll, kann es sein? Mali, du kommst auch hier rein. Was ist denn mit den Sims los? Warum hängen die alle so aufeinander gerade? Also ich find's gut. Ich find's richtig gut. Es wundert mich nur, weil das ja sonst auch nicht der Fall ist. Setzt sie sich dazu? Nee, macht sie nicht. Sie setzt sich nicht dazu. Aber ich möchte, wie gesagt, gerne nochmal ein Selfie machen. Foto machen mit Maike, wenn wir das hier mal eben abbrechen. Und? Schönes Selfie? Wie wär's, Mädels? Zack, er soll den Fernseher ausmachen. Wo wollt ihr hin? Ihr könnt es auch direkt hier machen. Ach, ihr macht das hier. Jetzt bin ich gespannt. Oh, sah gerade ein bisschen nach Glatze aus. Mit Fernseher im Hintergrund. Aber gut. Mal schauen, wie es aussieht. Oh, schön. Oh, schön. Also ganz ehrlich, ne? Maike fand ich vorher schon sehr, sehr hübsch. Aber ich finde, jetzt ist sie, wow, noch 10-mal hübscher. Nee, so sieht es blöd aus. Machen wir das Ganze nochmal so ohne Blitz. Also, ich fand sie vorher schon sehr, sehr hübsch, aber jetzt, wow, finde ich das einfach echt großartig. Das liegt ja nicht nur an den Haaren, es sind auch irgendwie die Augenbrauen und jetzt ist sie ein bisschen stärker geschminkt, das ist schon echt toll. Über Sonnenlicht beschweren, nee, mach ihr mal bitte ein Kompliment, weil sie echt toll aussieht. Ihr seht beide toll aus und auch Mali sieht toll aus. Oh, wie witzig. Setzen die sich da alle zusammen hin? Gut, die beiden haben jetzt natürlich die gleiche Frisur, aber ist doch auch halb so wild, oder? Ach, schön. Das freut mich. Dante, was machst du? Du mixt. Das ist super. Das finde ich großartig, dass du das jetzt so oft von alleine machst, aber wo gehst du denn jetzt damit hin? Trinken? Trinken, ich habe keine Ahnung. Und Henry muss sich da total durchquälen, ne? Und wisst ihr, was ich gerade erst sehe? Es ist ja Sonntag. Ich dachte, es wäre die Nacht von Sonntag zu Montag. Das ist ja gar nicht der Fall. Was ist denn hier los? Voll das Familientreffen. Voll der Familienzusammenhalt gerade. Alle hängen hier rum. Ich find's super. Echt jetzt? Ich finde es richtig gut. Pass mal auf. Maike, wenn du da gerade so stehst, ne? Foto machen. Mach mal bitte ein Foto. Das wüsste ich jetzt gerne, was wir da alles drauf bekommen. Oh, schön. Ja, das ist nicht so schön von Dante. Können wir das drehen? Boah, ist das toll. Ja, der Hintergrund ist jetzt nicht super schön, aber trotzdem. Beine hoch. Beine müssen wir leider ein bisschen abschneiden, ne? Weil ich kann ja so nicht rauszoomen. So. Foto, ja, nochmal eins ohne Blitz, falls es nichts geworden ist. Echt schön. Echt schön.
Und er möchte lieber Plasma trinken, oder was? Jetzt trinkt er gleichzeitig Plasma dazu? Ich find's gerade echt geil. Henry spielt, die hängen hier rum. Mali, wo bist du hingegangen? Was machst du? Holst du dir was zu essen? Wo bist denn du, meine Liebe? Ach, du bist schon da. Okay, dann schnapp dir was zu essen. Möchtest du dich jetzt hier unten alleine hinsetzen? Das wäre jetzt irgendwie so schade, wenn alle anderen da oben rumhängen. Aber okay, Dante, dann trink doch bitte deinen Plasmabeutel aus. Lass den doch nicht überall rumstehen. Also wirklich jetzt, dann trink ihn doch. Und vor allem, warum hast du schon wieder Durst? Wir haben doch vorhin mit dir noch was getrunken. Wir haben doch vorhin 4 Beutel getrunken, oder nicht? Na, ich weiß ja nicht. Aber okay, ich möchte jetzt noch mal gerne... komm mal bitte hierhin, Marie. Hierhin gehen. Ich probiere das jetzt mal eben kurz aus, ein Gemälde nach Vorlage zu malen. Komm du mal bitte hierhin. Einfach mal schauen, ob das irgendwie... Wir können das ja komplett drehen, ne? Glaube ich. Ob das hier vor der Pflanze irgendwie gut aussieht. Ja, jetzt dreht sie sich da zur Seite. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber ich würde es gerne mal probieren. Impressionistisches, nein, verspieltes. Nach Vorlage malen. Großes Gemälde nach Vorlage. Ich hoffe, kommt Dante jetzt auch noch dazu. Das wäre ja witzig. Ah, schade. Schade, jetzt ist er gerade weggegangen. Aber ich würde jetzt gerne die Vorlage hier, genau, die Vorlage hier auswählen. Kriegen wir dich drauf? Oh, das ist aber nicht so schön. Das ist aber echt nicht schön, wenn wir hier ein bisschen... Da können wir nur rauszoomen. Das ist dann doch nicht so schön. Hier nochmal ein bisschen rauszoomen. Kriegen wir dich denn ganz drauf? Bei ganz ist eigentlich blöd, oder? Oder ist das gut, dass man doch noch ein bisschen vom Hintergrund sieht? So vielleicht. Ja, es ist echt schade, dass sie jetzt nicht hier in die Richtung schaut. Aber gut, es ist jetzt nur mal so, just for fun zum Test. Wir machen noch richtige Gemälde, die dann auch wirklich alle vom Hintergrund ähnlich sind. Das würde ich dann schon ganz gerne machen. Und du bist wieder am Mixen. Ich finde das so gut, dass er das jetzt auch von alleine macht, ne? Wir könnten mal schauen, du steigst gleich auf. Das ist ja super. Wie weit bist du denn? Level 4. Das bedeutet, du bist gleich Level 5. Und was brauchst du? War das jetzt schon Level 5? Was war denn das? Level 3 der Mixfähigkeit. Ach so. Ach, das hast du alles schon erfüllt. Ja, super. Das freut mich. Das ist echt ganz schön. Und du malst da weiter, ne? Ach, super. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's jetzt für diese Folge. Ich denke, dass wir beim nächsten Mal wieder mit Olivia und Max spielen werden. Vielleicht schaffe ich es, da noch ein bisschen Custom-Content rauszusuchen, dass wir auch Olivia und Max umziehen können. Vielleicht auch Lucy, müssen wir mal schauen. Aber ich denke, in der nächsten Folge würde ich dann doch ganz gerne wieder mit denen spielen. Henry, du hast heute fast die ganze Zeit nur gepennt und Keyboard gespielt, ne? Naja, kann man ja mal machen. Leute, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss.